Folge 1, das erste Ferienkind. Hallo und herzlich willkommen auf dem Martinshof. Die Martins erwarten heute auf dem neu eröffneten Hof das erste Ferienkind. Wir stellen euch jetzt noch kurz alle vor und dann geht's los. Frau Martin, Holger, Tina und Bibi Blocksberg aus Neustadt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Video und los geht's. Mutti, wann kommen Sie denn endlich? Ach Tina, hab einen Moment Geduld, Sie sind bestimmt gleich da. Da höre ich schon ein Auto. Siehst du, Tina? Hallo, wir sind Familie Fröhlich. Guten Tag, das ist bestimmt Ihre Tochter Lina. Ich freue mich schon seit Wochen auf den Martinshof. Wir uns auch schon lange auf dich. Ja! Ich hoffe, meine Tochter fühlt sich hier wohl. Garantiert, bei Pferden kann es einem nur gut gehen. Na dann, tschüss, bis in 3 Wochen. Tschüss. Bis in 3 Wochen, Lina. Tschüss, Mami und Papi. Tschüss, mein Kind. Tschüss. Wir werden bestimmt gute Freunde. Das glaube ich auch. Herzlich willkommen auf dem Martinshof, Lina. Dankeschön. Wir stellen dir alle Pferde des Martinshofs vor. Juhu, ich liebe Pferde. Na dann auf die rechte Seite, Kinder. Holger, kannst du in der Zeit schon mal die hinteren 2 Boxen ausmisten? Na klar, Mutter. Das ist Sabrina. Und hier ihr Fohlen Felix. Hier sind die Zwillinge Max und Moritz. Und zuletzt Snoopy, unser Zirkuspony. Bibi, stimmt das, dass du hexen kannst? Klar, soll ich dir mal zeigen? Oh ja. Wow, lecker. Danke, Bibi. Gerne doch. Yum, 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 yum. Das war lecker. Das ist unsere Igelfamilie. Sie ist vorherige Woche eingezogen. Sind die nicht süß? Oh, ja. So, Lina, jetzt kennst du die Pferde auf der rechten Seite. Dann gehen wir jetzt rüber auf die linke. Das hier ist meine Stute, Topsy. Hier ist mein Lieblingshengst, Amadeus. Hier ist unsere brave Nora. Und zu guter Letzt mein Rappe, Pascal. So, Lina, jetzt kennst du all unsere Pferde. Dann zeigen wir dir die Hinterecke. Hier hänge ich immer meine Wäsche auf. Und hier ist unser selbst angepflanztes Gemüsebeet. Hier ist unsere Sitzecke. Dort nehmen wir immer unsere gemeinsamen Mahlzeiten ein. So, Lina, das ist der ganze Reiterhof von innen. Wir fangen unten rechts mit den Ställen an. Juhu, die Ställe! Das ist Amadeus und Noras Box. Gleich daneben findest du Pascal und Topsys Box. Hier kannst du Sättel, Zaumzeug und Putzzeug holen. Nennt man das Sattelzimmer? Nein, Sattelkammer. Ach so. Hier ist Sabrinas und Felix Box. Zu guter Letzt kommt Max, Moritz und Snoopys Box. Da die Ponys klein sind, können sie alle in einen Stall. So, jetzt gehen wir die Leiter hoch. Oh, da ist ja meine Schleife.
Hier ist Tinas und mein Zimmer, aber hier steht auch Frau Martins Schreibtisch drinne. Gleich daneben ist die Martinshofküche. Hier koche ich und backe ich immer. Und hier ist dein Zimmer, Lina. Oh, alles in Blau, meine Lieblingsfarbe. Freut mich. Aua, hier piekst irgendwas. Alles okay, Lina? Was ist passiert? Was ist denn da passiert? Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Folge 2, die erste Reitstunde. Was ist denn da unter der Decke? Ich seh mal nach. Hier sind eure Baby-Igel. Bibi, Tina, schaut mal, die haben hier eine warme Höhle. Haha, das ist ja lustig. Deshalb waren sie gestern nicht in der Höhle. Wie kommen die denn hier hoch? Ich hatte das Bett doch erst neu bezogen. Die sind so süß, diese kleinen Schlingel. So, Kinder, ich habe ein Gefäß mitgebracht. Damit können wir die Igel nach unten bringen. Danke, Mutti. Gern geschehen. Hopp, hopp, alle rein. So, gib mir die Schüssel, ich bringe sie wieder runter. Okay, hier, Frau Martin. Ich freue mich so, dass ich auf eurem Martinshof Ferien machen kann. Ja, wir freuen uns auch, dass wir eine neue Freundin haben. Oh, ich bin schon so müde. Morgen wird ein aufregender Tag. Deine erste Reitstunde, Lina. Auf Snoopy mit der Longe. In 20 Minuten gibt's Abendessen. Geht ihr nochmal die Pferde versorgen? Ja, Mutti. Alles aufgefressen, Nora. So, dann lasst mich mal durch. So, lecker Abendbrot. Kinder, kommt ihr an den Tisch? Holger hat schon den Tisch gedeckt. Wir kommen. Wer macht eigentlich den Reitunterricht? Ich, wir fangen nach dem Frühstück direkt an. Morgen früh. So, ein Zopf. Und die Schleife. Fertig. Baby, Tina, Lina, seid ihr wach? Ja, sind wir. Ah. Dann putzen wir mal Snoopy. Ja, zeigt ihr mir, wie das geht? Na klar. Das hier ist der Striegel. Damit kannst du den groben Dreck entfernen. Ja, ich teste es gleich mal aus. Wende es in kreisenden Bewegungen an. Jetzt noch die andere Seite. Und jetzt kommt die Kadete dran. Mit der Kadete entfernst du den restlichen Dreck. Damit kannst du auch an die Beine gehen, aber ganz vorsichtig. So? Ja, richtig. Zuletzt kratzen wir noch die Hufe aus. Manchmal macht man auch Huföl ran, aber das ist richtig selten. Das macht ja richtig Spaß. Satteln und zäumen wir mal auf. Morgen machst du das Ganze selber. Guck zu. Okay, dann guck ich mal zu und lerne. Hier ist der Sattel. Er ist individuell anpassbar. Dann sitz mal auf. Na, es war auch schon ganz gut. Das sieht ja schon gut aus, Lina. Na, dann kommt ab nach draußen. So, Lina, dann drehen wir erstmal einige Runden und schau mal, wie du das so machst. Schulterblätter zurück, Fersen nach unten. Mein Bruder redet immer so, wenn er den
Reitlehrer spielt. Das machst du super, Lina! Danke, ihr zwei. Haha, kleine Schwester. Dann gebe ich dir jetzt mal einen Strick in die Hand. Juhu! So, dann reite mal von da hinten hierher. Treibe dein Pferd mit Hü an. Wird gemacht. Hü, Snoopy. Was ist denn, Snoopy? Los, Hü! Super gemacht. Als nächstes werden wir uns was Größeres vornehmen. Auch um Ecken. Ja, ich habe Snoopy alleine angetrieben. Lina, das hast du ja schon super gemacht. Das hätte ich gar nicht gedacht. In so kurzer Zeit? Ja, das klappt super, Bibi. Hallo, Lina. Dann versuch doch jetzt mal bis zur Holger zu reiten. Auch die Ecke rum, ja? Hier! Herzlichen Glückwunsch, Lina. Hiermit hast du deine erste Reitstunde absolviert. Ich habe schon meinen berühmten Butterkuchen gebacken. Der Tisch ist schon gedeckt. Wenn ihr fertig seid, kommt hinten rum. In den Hinterhof. Das Reiten hat so Spaß gemacht. Jetzt ist eine Stärkung gut. Ja, ich schneide schon mal den Butterkuchen an. Der war richtig lecker. Danke, Frau Martin. Kriege ich morgen gleich meine nächste Reitstunde? Danke für die heutige. Bitteschön. Natürlich kriegst du morgen deine zweite Reitstunde, weil du das heute so gut gemacht hast. Lina, ich bin so stolz auf dich. Das hast du so gut gemacht. Dankeschön. Hat euch das zweite Video gefallen? Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Folge 3, das verfressene Pony. Hilfe, Frau Martin, Snoopy ist weg und die Statue ist eingetreten. Wirklich? Ich kann mal gucken. Oh, wirklich? Ich komme sofort. Auweia. Tina, such doch mal den Hof ab. Vielleicht ist Snoopy noch irgendwo am Haus. Klar, ich schau mal. Frau Martin, soll ich Topsy für Sie fertig machen, falls Snoopy schon weitergekommen ist? Ja, das wäre gut. Ich muss sowieso noch in Falkenstein Besorgungen machen. Und geputzt habe ich sie heute früh auch schon. Schade, dass Holger mit Pascal beim Schmied ist. Er hätte uns gut helfen können. Ich habe ihn leider nicht gefunden. Es waren Hufabdrücke im Karottenbeet. Oh, schade, aber das mit den Abdrücken ist schon mal ein Hinweis. Hier, Frau Martin, sie ist fertig. Dankeschön. Na, dann brechen wir jetzt auf. Vielleicht haben wir mehr Glück, wenn wir uns aufteilen. Tina und ich reiten. Bibi, du kannst mit Lina auf deinem Besen Kartoffelbrei fliegen. Am besten mit einem Suchheckspruch. Du hast einen Besen und kannst fliegen, Bibi? Ja, ich kann auf Kartoffelbrei fliegen. Ich sag's dir. Steck auf. Juhu! Holger muss nachher noch die Stalltür reparieren. Viel Glück bei der Suche. Wir gehen nach rechts und ihr nach links. Bis dann. Danke, Frau Martin. Tschüss. Wir haben jetzt schon überall gesucht. Hoffentlich finden wir ihn. Ganz sicher. Aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo wir noch suchen sollen. Ich schlage vor, wir reiten zurück zum Martinshof. Vielleicht haben Bibi und Lina mehr Glück. Na dann los. Hü, Max. Hü, Topsy. Wo ist Snoopy nur? Wo führt uns Kartoffelbrei noch hin? Keine Ahnung, Lina, aber meine Hexennase juckt nicht. Das heißt, dass nichts Schlimmes passiert ist. Das ist doch auch was Gutes, Bibi. Na dann, weiter. Frau Martin, seid ihr schon da? Hallo, ihr habt ihn ja schon. Ja, ihr ratet nicht, wo er war. Wo denn? Er war auf dem neu angepflanzten Karottenbeet bei den Mühlenhofbauern. Der war nicht sehr erfreut über seinen Besuch. Snoopy hat ihm sein halbes Beet leer gefressen.
Wirklich? Da müssen wir uns überlegen, wie wir das wieder gut machen. Na, zum Glück ist er jetzt wieder da. Oh, mein Lieblingspony, du bist wieder da. Ja, zum Glück ist er wieder da. Topsy und Max werden schon nervös. Ich glaube, wir müssen sie wegbringen. Okay, Mutti. Hallo, Holger. Und wie war es beim Schmied? Alles okay. Pascal hat schon neue Hufeisen. Wo wart ihr denn? Snoopy war ausgebüxt und war beim Karottenbeet vom Mühlenhofbauern. Schau, da haben wir den Ausreißer. Wo ist Snoopy denn schon wieder? Der kann doch nicht schon wieder weg sein. Auweia. Ich glaube, das ist er. Da hinten hinter dem Haus. Na dann, auf geht's. Mal nachsehen. Oh nein, dieser Schlingel. Wie es aussieht, mag er Karotten sehr gerne. Holger, bring dem Mühlenhofbauern eine Fuhre Karotten, um den Schaden wieder gut zu machen. Ja, Mutter. So, jetzt aber raus hier, Snoopy. Macht Snoopy schon mal fertig, während ich mich um die Karotten kümmere. Ja, ich putze Snoopy schon mal. Das hat er dringend nötig. Ja, ich helfe dir. So, Kinder, hier bin ich. Gut, habt ihr Snoopy fertig gemacht. Also, ich glaube, jetzt kannst du schon mal eine Runde alleine drehen. Vergiss nicht, Snoopy Schenkeldruck zu geben. Ja, mach ich, Snoopy. Hü! Hilfe, Snoopy, bleib stehen. Wo willst du denn hin? Haha, ich glaube, Lina, dass du jeden Morgen eine Fuhre extra Karotten für Snoopy bringen musst, damit er nicht immer so oft ausreißt. Folge 4. Der Ausflug. Jetzt ist schon eine Woche deiner Ferien um, Lina. Aber Bibi und Tina haben etwas Schönes geplant. Alex kommt auch mit. Den wirst du auch noch kennenlernen. Ja, Lina, wir machen einen Ausflug in den Falkensteiner Forst. Ich freue mich so, mein allererster Ausritt. Ich pack noch Proviant. Packt schon mal die Schlafsäcke ein. Und macht die Pferde startklar. Ja, Frau Martin, wir machen uns auf den Weg zum Stall. Guten Morgen, Holger. Das sieht ja schon gut aus. Morgen. Ja, das mit der Tür ist nicht schlimm. Hallo, Snoopy, du kleiner Ausreißer. Hi, Max und Moritz. So, dann putzen wir euch mal. Kommt, wir führen die Pferde raus. Okay, komm mit, Snoopy. So, alle fertig geputzt. Nur noch satteln. Das kannst du doch schon, Lina, oder? Ja, klar. Kann ich den blauen Sattel haben? Natürlich, ich nehme den rosanen. Wir dürfen uns die Sättel ja aussuchen. Sie sind ja individuell anpassbar. Okay, dann sind wir doch fertig, oder? Wir besprechen noch mal kurz den Ablauf. Zuerst reiten wir zur alten Eiche und treffen Alex dort. Dann geht's weiter in den Falkensteiner Forst. In einer Pause können wir picknicken. Mit Muttis Proviant. Dann können die Pferde ja auch grasen. Ja, genau. Danach reiten wir auf die große Wiese und machen ein Lagerfeuer mit Marshmallows. Oh, lecker. Das wird unser Abendbrot, ja? Ja, dann bauen wir unsere Zelte auf. Und am nächsten Morgen frühstücken wir und reiten in aller Ruhe zurück. Kinder, wo bleibt ihr denn? Ich bin fertig. Ja, wir kommen schon.
Ich habe mir noch mal schnell eine Reithose angezogen. Mit den Schlappen kann man noch nicht reiten. Gut, Bibi. Hier ist Frühstück, Abendbrot und eine kleine Überraschung für heute Nachmittag drin. Die schnallen wir am besten bei dir drauf, Bibi. So, fertig. Danke, ist da etwa etwas Geheimes drinnen? Das seht ihr ja dann. Hallo Holger, na, fertig? Ja, die Tür ist wieder heile. Super, danke schön. Wollt ihr jetzt aufbrechen? Ja, Frau Martin, ich freue mich schon. So etwas haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Okay, na dann viel Spaß. Reitet vorsichtig und legt öfters mal eine Pause ein. Viel Glück, bis morgen. Tschüssi drei, viel Spaß. Passt mehr auf Snoopy auf. Danke, Frau Martin, machen wir. Bis bald. Tschüss, Mutti und Holger. Tschüss. Macht's gut. Hü Max, hü Snoopy, hü Moritz. Na dann, ab zur alten Eiche. Ihr hattet eine schöne Idee mit dem Ausflug. Ja, wir haben noch ein paar andere Sachen mit dir vor, Lina. Oh, wirklich, das wird bestimmt toll. Da vorne ist schon die alte Eiche. Alex ist noch nicht da, wir sind Erster. Brrr, Moritz. Ho, Snoopy. Ho, Max. Guckt mal, da kommt Alex. Hi, ihr drei. Das ist Alex, der Sohn vom Grafen. Dem Grafen von Falkenstein gehört ja alles. Von dem pachten die Martins auch den Hof. Das ist das Ferienkind Lina. Hallo Lina, freust du dich schon auf den Ausflug? Ja, klar, sowas habe ich noch nie gemacht. Gut, na dann, ab auf die Pferde. Heute kein Wettreiten. Lina lernt ja noch reiten. Ja, klar. Na dann hier. Schaut mal, ein Igel, der hat was zu fressen gefunden. Der will den Apfel bestimmt in seinen Bau bringen. Seht mal, das ist ein gutes Plätzchen für ein Picknick. Ich habe Kirschsaft von unserem Butler Dagobert mitbekommen. Ich liebe Kirschsaft. Mal sehen, was Mutti uns eingepackt hat. Bibi, hast du die Körbe verloren? Nein, ich wollte nur nicht, dass Max so schwer schleppen muss. Hier sind sie. Ich habe auch schon einen Bärenhunger. Alex, hast du die Picknickdecke mitgebracht? Ja, klar. Ich breite sie aus. So, aus der Tasche raus. Frau Martin hat uns Butterkuchen und Muffins eingepackt. Oh, lecker. Alex, möchtest du auch einen? Nein, nein, ich nehme lieber ein Stück Butterkuchen. Hier ist der Kirschsaft. So, jetzt haben wir uns ja ausgeruht. Dann können wir ja weiterreiten. Wir haben noch gut 2 Stündchen vor uns. Ja, reiten wir direkt zu unserem Nachtlager? Ja, würde ich vorschlagen. Umso länger können wir aufbleiben. So, jetzt haben wir schon den halben Weg geschafft und sind schneller vorangekommen, als ich dachte. In einer halben Stunde müssten wir da sein. Es dämmert schon, dann können wir gleich nach der Ankunft am Schlafplatz Marshmallows quellen. Ja, das wird toll. Ich liebe Marshmallows. Da drüben ist ein Bach, wir können uns dort in die Nähe legen, dann können die Pferde auch trinken. Gute Nacht, ihr Süßen. Schlagen wir die Zelte auf. Bibi, wo sind sie? Du sollst sie doch einpacken. Was? Du hattest sie doch. Nein, das war doch deine Aufgabe. Ich hatte dich doch extra nach dem Satteln erinnert. Oh ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Kannst du sie nicht einfach herhexen, Bibi? Eigentlich schon, aber dafür muss ich wissen, wo sie sind und das weiß ich nicht genau. Eigentlich liegen sie in dem Regal der Sattelkammer, aber Holger hatte sie letztens. Ich weiß nicht, ob er sie ordentlich zurückgelegt hat. Versuch es doch einfach mal. Okay. Das klappt nicht. Was machen wir denn jetzt? Zurückreiten geht nicht. Dafür ist es schon viel zu spät. Mal überlegen. Lasst uns doch einfach unter freiem Himmel schlafen. Es ist doch schönes Wetter, kein Regen in Sicht. Gute Idee, machen wir das. Alex hat schon das Lagerfeuer vorbereitet.
Lasst uns Stöcke suchen, damit wir die Marshmallows grillen können. Mmh, lecker. Das beste Abendbrot der Welt. Oh, bin ich müde. Sollen wir jetzt schon schlafen gehen? Machen wir. Der Ritt war sehr anstrengend. Für die Pferde war es auch mühsam. Jetzt können sie sich in der Nacht ausruhen. Dann sind sie morgen wieder fit. Gute Nacht. Seid ihr wach? Was ist das für ein Geräusch? Ja, klar. Bei dem Krach kann man doch nicht schlafen. Na, hör mal. Wer wird denn da Angst haben? Hilfe, da sind leuchtend grüne Augen im Gebüsch. Es kommt zu uns, immer näher. Was ist das? Oh, was kann es nur sein? Ich habe keine Ahnung, aber das ist komisch. Die Pferde bleiben ganz ruhig. Bibi, kannst du das nicht sichtbar hexen? Ich habe so Angst, mir fällt der Spruch nicht ein. Wartet, ich habe eine Taschenlampe dabei. Ich hole sie. Das ist doch Neufritete, die Katze aus dem Schlossstall. Hahaha. Mau! Mann, sind wir Angsthasen. Also ich hatte keine Angst. Ihr vielleicht? Na klar hattest du Angst. Willst es bloß nicht zugeben. Das stimmt gar nicht. Außerdem hattet ihr auch Angst. Haha, ein Gespenst mit grünen Augen. Neufritete, du hast uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Haha. Wir haben das Fischfilet liegen lassen. Sie wollte einfach nur den Fisch. Lassen wir der Katze doch den Fisch. Den können wir jetzt eh nicht mehr essen. Schaut mal, ich glaube, sie ist schwanger. Da ist sie sicher hungriger als sonst. Oh, wie süß. Guten Morgen. Na, alle wach? Ja, klar. Das war so ein schöner Ausflug. Danke, ihr zwei. Folge 5, die Eisdiele. So, wir sind bereit. Dann können wir ja das Wettrennen zu der Eisdiele machen. Ja, wo fangen wir an? Ich würde vorschlagen, von der Weggabelung bis zur Eisdiele. Okay, na dann erstmal im Trab bis zur Weggabelung. Okay, na dann viel Spaß. Guten Appetit. Danke, Mutti. Höher! Da vorne ist die Weggabelung. So, alle bereit? Auf die Plätze, fertig, los! Gib dein Bestes, Max! Hör, Snoopy, häng sie ab! Wir werden gewinnen, braucht euch gar nicht so zu beeilen. Bibi hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Lina. Du warst so gut. Du bist eine richtig gute Reiterin geworden. Klasse. Dankeschön. Das Café ist aber hübsch. Das gefällt mir sehr gut. Ja, hier gehen wir öfter hin. Richtig gemütlich. Da ist ein Baum. Binden wir die Pferde an. Super, fertig. Gehen wir an den Tisch. Dort kann man sich hinsetzen. Hallo Katharina, wir hätten gerne 3 Eisbecher. Hallo Katharina Herz. Hallo Mädels, schön, dass ihr mal wieder da seid. Ist das ein neues Ferienkind? Ja, und ich bin noch vor einer Woche auf dem Martinshof. Oh, schön. Welchen Eisbecher hättet ihr denn gerne? Für mich bitte einmal Brombeere. Ich hätte gerne Erdbeere. Meine Eltern haben mir extra Ferientaschengeld mitgegeben. Davon lade ich euch ein. Danke, Lina. Und ich bitte Vanille. In Ordnung, kommt sofort. Hallöchen, Hallöchen. Bibi und Tina, seid ihr da? Ja, hallo, Frau Kolumna. Was führt Sie denn hierher? Ich wollte zu euch und war auf dem Martinshof. Da hat Frau Martin gesagt, dass ihr hier seid. Ja, wir essen gerade einen Eisbecher mit Liedern mit neuen Ferienkind. Hallo. So, hier sind eure Eisbecher. Ich nehme mal die Blumen zur Seite. Ja, macht das. Einmal Erdbeere, Brombeere und Vanille. Danke. Oh, hallo. Wollen Sie auch etwas essen? Ja, ein Stück Kirschkuchen und ein Cappuccino, bitte. Vielen Dank. Geht klar.
So, zu eurer Frage, warum ich hier bin. In ein paar Wochen findet doch das große Reitturnier statt. Da mache ich eine Live-Reportage. Ihr macht doch sicher auch mit, Bibilein. Ja klar, aber warum sitzt sie denn jetzt schon hier? Es dauert doch noch 4 Wochen. Ja, da ist noch lange Zeit. Hier Ihre Bestellung. Guten Appetit. Sie können sich auch gerne den Tisch reinschieben. Danke sehr. Ich bin hier, um den Vorsitzenden des Falkensteiner Reitvereins zu interviewen. Außerdem müsst ihr mir sagen, wo genau das Reitturnier stattfinden wird. Meine Leser und Leserinnen müssen vorab schon genauestens informiert sein. Das Turnier findet auf der großen Wiese im Schlosspark statt. Am besten fragen Sie den Grafen. Der gibt Ihnen bestimmt nähere Auskunft, denn er wird das Turnier organisieren. Danke, Kinderchen, dann mache ich mich mal gleich auf die Socken. Ich habe ja auch schon aufgefuttert. Tschüsschen, wir sehen uns. Tschüss, Frau Kolumna. Die ist ja nett. Ja, sie redet wie ein Wasserfall. So, jetzt machen wir uns aber an die Eisbecher. Ja, die haben wir uns echt verdient. Lecker. Freut mich, dass es euch schmeckt. Wie viel macht das? Das macht 13 Euro. Hier, bitteschön. Danke. Kommt bald wieder. Tschüss, Katharina. Seht mal, da kommt Alexander. Es gibt Neuigkeiten, unsere Täter hat Jungen bekommen. Es sind 2. Kommt ihr mit, dann zeige ich sie euch. Juhu, wir können doch, oder? Ja, wir haben noch 1 Stunde Zeit bis zum Abendessen. Ihr könnt Namen für sie aussuchen. Oh, wie süß. Ein weißes und ein schwarzes. Darf ich mal eins auf den Arm nehmen? Ja, wir müssen nur aufpassen, dass die Mutter nicht sauer wird. Das Weiße kommt schon zu mir. Ich nehme es auf den Arm. Oh, wie süß. Was schlagt ihr für Namen vor, die zu einer Fritete passen? Das Weiße ist ein Mädchen und der Schwarze ein Junge. Mal überlegen. Vielleicht heißt der Schwarze Ramses. Ja, und die Weiße Sphinx. Was hältst du davon, Alex? Perfekt, das ist bestimmt ganz nach dem Geschmack meines Vaters. Komm her, Ramses. Ihr hört schon auf seinen Namen. Lecker, Mutti. Nofretete, die Katze vom Grafen, hat ihre Jungen bekommen. 2 Stück, ein schwarzes und ein weißes. Echt süß. Oh, schön. Und wie heißen sie? Die heißen Ramses und Sphinx. Was wollte Kalle denn von euch? Der hat heute schon nach euch gesucht. Sie hat uns ein paar Fragen zum diesjährigen Sommerreitturnier gestellt. Und sie wollte den Grafen interviewen. Na, wenn ihr so viel erlebt habt, seid ihr sicher auch müde. Ja, ich glaube, wir müssen früh schlafen gehen. Wir haben ja morgen noch was Spannendes vor. Folge 6, die Vorbereitungen. Schade, Lina, in 3 Tagen reist du schon ab. Da müssen wir noch was Schönes machen. Macht doch einfach eine Abschiedsfeier. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, um alle Vorbereitungen zu treffen. Wenn deine Eltern dich abholen kommen, wollten sie doch eh noch ein bisschen länger bleiben. Dann können wir sie doch mit der Feier überraschen. Oh super, dann haben wir ja noch 2 Tage Zeit, um zu planen und zu schmücken. Unter Bibis und Malbert ist noch Dekoration. Die können wir noch aufhübschen. Ich kümmere mich um das Buffet und den Tisch. Oh super, Frau Martin, das wird die beste Abschiedsfeier. Machen wir uns zuerst eine Liste. Ja, ihr dürft an meinen Schreibtisch. Danke, Frau Martin. Na los, Kinder, lasst stehen und fangt an. Danke, Frau Martin. Los, ab nach oben. Zuerst kommt die Deko. Als nächstes das Programm. Ich habe eine tolle Idee. Wir machen eine richtige Pferdeshow und du zeigst deinen Eltern, was du in den 3 Wochen alles gelernt hast. Dann studieren wir noch etwas Gemeinsames ein. Super Idee. Da müssen wir uns aber ins Zeug legen, dass wir das alles schaffen. Das schaffen wir schon. So, Mutti kümmert sich um das Buffet. Da müssen wir ansonsten nichts mehr machen. Wir können ja heute die Pferdeshow trainieren und alles einstudieren. Und morgen kümmern wir uns um die Deko. Reiten wir zur Koppel. Da ist genug Platz, um zu trainieren. Ja, dann lasst uns dorthin reiten.
Zuerst kannst du ja ein paar Runden zum Aufwärmen reiten und dann geht's los. Okay. Hü, Snoopy! Super, Lina. Ich glaube, das reicht. Als nächstes reiten wir einen Zirkel. Was ist ein Zirkel? Der Zirkel ist eine Bahnfigur. So nennt man einen Kreis, den man reitet. Der ungefähr 20 Meter Durchmesser hat. Ich mach's dir mal vor. Okay, ich probiere es aus. Ich fange mal hinten an. Auf die Plätze, fertig, los. Super, Lina, was machen wir als nächstes? Dann einen Sprung über das kleine Hindernis. Super, ich hole es mal. So, hier ist es. Dann kann ich zeigen, dass ich schon springen kann. Na dann, los! Hü, Snoopy! Und spring! Das hast du so gut gemacht! Das finde ich auch. Ich habe noch eine Idee für den Schluss. Das machen wir morgen. Schaut mal, es wird schon Abend. Ich glaube, wir sollten langsam aufhören. Wir haben ja schon viel geschafft. Reiten wir zurück zum Martinshof. Ich bin schon müde und geschafft. Na dann, hü! Und wie war es beim Training? Das ist richtig gut geworden. Da bin ich aber gespannt, was ihr einstudiert habt. Wir können auf die Wimpel ja hübsche Muster malen. Ja, und ich mache Tischkärtchen. Ich helfe dir, Lina. Die Girlande ist aber klein. Vielleicht machen wir noch ein paar Wimpel dran. Ja, dann können wir sie über den Tisch hängen. Die Streifen, die du gemalt hast, sind echt schön, Lina. Seht mal, wie findet ihr die? Ja, die sind wirklich gut geworden. Das finde ich auch. Was brauchen wir noch für Deko? Noch Konfetti und hübsche Tischdeko. Du bist ja schon fertig, Tina. Ja, super, oder? So, alles fertig und bereit für morgen. Mutti hat den Plätzchenteig vorbereitet. Wir können ihn ausschnitzen und dekorieren. Dann können wir uns ja jetzt um die Plätzchen kümmern. Ich hole einen Korb, da können wir die Deko reinpacken. Dann ist der Tisch frei. So, hier machen wir alles rein. Fertig. So, hier ist der Teig, Nudelholz und ein Messer zum Formschnitzen. Viel Spaß. Okay, danke schön. Wir machen richtig hübsche Pferdekekse und nach dem Backen können wir den Pferden noch Augen und Mähne machen. Super, Bibi! Wir können auch Hufeisen machen. Die sind einfach herzustellen. Noch ein paar Herzen, dann ist der Kekseteller super hübsch. Lina, du kannst doch den Teig ausrollen. So, jetzt können wir schnitzen. Das Hufeisen sieht gut aus. Das sieht aber schön aus. Das sieht so hübsch aus. Ich glaube, es reicht. Es ist ja schon ein Blech im Ofen. Dann müssen wir nur noch die Kekse aufs Blech machen. Super, dann könnt ihr nachher schon dekorieren. Sehr hübsch sehen sie aus. Danke, Frau Martin. Jetzt ist alles bereit für morgen. Der Tag kann kommen. Folge 7, die Abschiedsparty. Heute ist der große Tag. Ja, ich freue mich so, dass ich meinen Eltern zeigen kann, was ich schon alles gelernt habe. Das wird ein voller Erfolg. So, Kinder, lasst uns alles dekorieren. Zuerst kommt die Tischgirlande und dann die große. Okay, wir können ja die Tischgirlande befestigen. Ihr könnt ja schon den Tisch dekorieren. Ja, machen wir. Jetzt noch die Tischkärtchen. Wer sitzt wo? Sagt Holger bitte schon mal Bescheid, dass er zwei Klappstühle besorgen soll. Okay.
Okay, ich mach das. Holger ist, glaube ich, bei Pascal. Hier sind die Stühle. Danke, ihr zwei. Super, dann fehlt nur noch Konfetti. Das können wir auf den ganzen Boden verteilen. Holger, mach mal bitte den Vorplatz frei für die Show. Ja, klar. Oh, ich bin so aufgeregt. So, ich decke jetzt den Tisch, dann könnt ihr die Pferde fertig machen. Ja, komm, Nina. So, die Pferde sind geputzt. Dann machen wir sie jetzt schön. Mutti hat mir Bandagen geschenkt. Super, an den Sesseln können wir auch noch ein Band befestigen. Fast fertig, nur noch die Sättel. Wir können auch noch jedem Pony ein Blümchen ins Haar stecken. Na, wie gefällt dir das, Mopi? Hier, Baby und Lina. Danke, Tina. So, jetzt sehen sie richtig hübsch aus. So, alle in den Stall. Meine Süßen, ihr wartet noch kurz im Stall und dann geht's los. So, der ganze Tisch ist gedeckt. Das sieht aber toll aus, Frau Martin. Ja, ich habe mir auch richtig viel Mühe gegeben. Lina, deine Eltern sind da. Hallo Lina, Schatz, wie war's hier? Hallo Mama und Papa, es war wunderschön. Ich kann jetzt richtig reiten. Das muss ich unbedingt sehen. Ja, nachher, Papa. Oh, das sieht aber hübsch aus. Ja, eine Überraschungsparty. Mit einer Reitershow. Hallo, kommen Sie, wir setzen uns zu Kaffee und Kuchen. Wie schön, nur für uns, danke. Oh, und sogar Tischkärtchen. Snoopy ist das beste Pony, er ist so süß und er ist perfekt zum Reiten lernen. Es war so schön, wir haben einen Ausflug in den Wald gemacht und ganz kleine süße Babykatzen gesehen. Was, wirklich, wie süß. Wir waren auch in einer Eisdiele, die Besitzerin war super nett. Beim Ausflug haben wir unter freiem Himmel geschlafen. Ich sehe schon, die hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht. Ja, und da gibt es noch so viel mehr, das erzähle ich euch alles noch zu Hause. So, jetzt machen wir die Reitershow. Oh, die Ponys sind aber schön herausgeputzt. Ja, haben die Kinder alles selber gemacht. Los geht's, hü Snoopy! Super, das sah richtig gut aus, ihr drei. Klasse! Das habt ihr toll gemacht. Ja, richtig gut. Da habt ihr aber viel trainiert. Und Lina kann schon springen? Ja, das hat super geklappt. So, komm, Snoopy. Ja, wir gehen schnell die Ponys versorgen. Super gemacht, ihr drei. Dafür gibt es einmal extra Karotten. Die haben sie aber schnell aufgefuttert. Papa hat gesagt, dass wir leider gleich gehen, also muss ich mich jetzt von Snoopy verabschieden. Dir hat es ja gefallen, dann kommst du bestimmt mal wieder. Ja, bestimmt. Es war ja so wunderschön bei euch. Ich danke euch für alles, was ihr mit mir unternommen habt. Haben wir doch gerne gemacht. Tschüss, Snoopy. Du bist das beste Pony. Bis bald.
Es war so schön mit dir. Ich komme dich irgendwann mal besuchen. Bringen wir die Ponys in ihre Box. Tschüss, Max und Moritz. Jetzt muss ich mich aber noch von allen anderen Pferden verabschieden. Oh, wie süß. Tschüss, Felix und Sabrina. Tschüss, Topsy und Pascal. Bis bald, ihr zwei. Lina, dann verabschiede dich jetzt. Ja, mach ich. Tschüss, Bibi und Tina. Diese Ferien werde ich nie vergessen. Tschüss, Lina. Komm gut nach Hause. Es war sehr schön mit dir. Hier ist ein Andenken vom Martinshof. Es ist ein altes Hufeisen von Snoopy. Oh, danke, Frau Martin. Das ist aber ein schönes Andenken. Von Snoopy, meinem Lieblingspony. Tschüss, Lina. Danke, dass Sie für unsere Tochter so gut gesorgt und ihr die Ferien so schön gemacht haben. Ach, gerne. Tschüss. Tschüss. Folge 8. Die Pferde sind los. Teil 1. Ach, ein schöner Morgen heute. Die Sonne scheint so schön. Ja, die Pferde sind auch schon auf der Koppel. Ich glaube, Topsy braucht neue Hufeisen. Haben Tina und ich gestern gesehen. Okay, ich habe ja heute nicht so viel zu tun. Dann habe ich noch später Zeit, zum Schmied zu gehen. Übrigens, Tina, du hast heute Stalldienst. Ach ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Das machen wir gleich. Ich helfe dir. Was sind heute noch unsere Aufgaben? Nachher das Gemüsebeet jäten und den Abwasch machen. Okay, fangen wir gleich an. Zuerst die Box. Ich mache die ersten zwei und du die anderen. Danke, dass du mir hilfst. Dann hole ich schon mal die Schubkarre. Endlich fertig. Ich gehe jetzt zur Koppel, um Topsy zum Schmied zu bringen. Bis nachher. Bis dann. Dann können wir uns jetzt um das Gemüsebeet kümmern. In einer Woche ist das Sommerreiten. Ich freue mich so. Ja, dafür müssen wir auch noch trainieren. Am besten auf der Koppel. Den Abwasch müssen wir ja erst nach dem Mittag machen. Oh, ist Holger schon zurück? Das ging aber schnell. Bibi, Tina, ich habe heute früh anscheinend die Gattertür nicht richtig zugemacht. Alle Pferde sind ausgebüxt. Wie bitte? Alle weg? Na dann los, wir müssen uns beeilen, dass wir die alle wieder einfangen. Auweia. Wir teilen uns auf. Jeder, der ein Pferd gefunden hat, reitet es zum Martinshof. Gute Idee, Holger. Dann sieht jedes Team, das am Hof ankommt, welches Pferd schon gefunden wurde. Wir gehen da lang, Holger. Viel Glück bei der Suche. Danke, bis später. Hörst du das? Ja, da ist ein Pferd, aber ich kann nicht zuordnen, welches es ist. Es ist leider zu weit weg. Wie können wir bloß zu dem Pferd? Da, am Boden sind Hufspuren. Super, Mutter. Los, folgen wir ihm. Oh nein, hier hören sie auf. Und es wird so oft. Ich hoffe, es hat sich nicht verletzt. Amadeus, Sabrina, Pascal, Topsy. Da, wieder. Es hört sich an wie Topsy oder Sabrina. Sabrina, Topsy. Da, Sabrina. Oh, was ist denn, Sabrina? Wo ist Felix? Das Fohlen ist doch sonst immer bei ihr. Da muss was passiert sein. Das Fohlen muss schnellstens zu seiner Mutter. Schauen wir erst in der Nähe der Koppel. Okay, und danach zum Bach. Thank you.
aufgeregt. Was ist denn passiert? Er will uns irgendwo hinführen. Los, folgen wir ihm. Oh nein, Snoopy hat sich ganz stark an den Dorn verletzt. Er blutet ganz doll, der Arme. Das sieht nicht gut aus. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen ihnen irgendwie helfen. Komm, Tina, wir müssen sein Bein aus dem Gebüsch ziehen. Oh nein, sein Bein ist noch viel weiter aufgeschrammt. Jetzt sieht es viel schlimmer aus und wir sind dran schuld. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe eine Idee. Ich frage in dem Bauernhaus da hinten, ob ich mal kurz den Tierarzt anrufen kann. Okay, ich bleibe bei den Ponys. Alles wird gut, ihr zwei. Super, dass du Hilfe geholt hast, Max. Ganz toll. Tina, Dr. Alton geht nicht ans Telefon. Ich habe viermal versucht, ihn zu erreichen. Und was nun? Snoopy leidet. Wir dürfen nicht zu lange warten. Oh nein, der arme Snoopy. Hoffentlich wird ihm schnell geholfen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut euch die nächste Folge an. Folge 9. Die Pferde sind los. Teil 2. So, wir machen jetzt erstmal eine Runde durch Falkenstein und überlegen, wo Felix stecken kann. Okay, Mutter. Komm, Sabrina, auf geht's. Oh, Sabrina, ganz ruhig. So, und wo geht's jetzt weiter? Moment. Ja, hallo, hier ist Holger Martin. Wer ist da? Was? Okay. Wir sind gleich da. Ja, bring ich mit. Danke, bis gleich. Alexander hat Felix gefunden. Er ist im Steinbruch. Und er meinte, dass Felix Huf im Steinbruch feststeckt und er ihn alleine nicht befreien kann. Wir müssen sofort zum Steinbruch. Und dein Seil müssen wir auch mitbringen. Oh nein, das ist ja schrecklich. Hoffentlich hat er sich nicht zu doll verletzt. Da müssen wir nochmal bei Martins Hof anhalten, um ein Seil zu holen. Ja, aber um schnell zum Steinbruch zu kommen, müssen wir auf Sabrina reiten. Tempo, Sabrina! Hü, wir müssen schnell zu deinem Fohlen. Gib dein Bestes! Auweia, Sabrina! Wir waren zu schnell und Sabrina ist gestolpert. Alles okay, Sabrina? Zeig mal dein Bein. Oh nein, kann sie auftreten? Ja, zum Glück, dann können wir weiterreiten. Huh, Glück gehabt. Na dann weiter. Hallo Alex. Hallo Holger, habt ihr das Seil? Ja, hier. Oh nein, hallo Felix. Am besten gehe ich hoch und befestige das Seil an ihn. Ja, und dann ziehen wir. Vorsichtig, Holger, pass bitte auf. So, ihr könnt das Seil jetzt hochwerfen. Oh nein, es hat sich da oben verhakt. Kein Problem, ich hole es hoch. Ich kann mich nicht mehr halten. Hilfe! Oh nein, schnell, greift das Seil, Holger. Ich krieg es nicht. Er hat es. Oh danke, das war knapp. Pass auf, Holger. Ja, ja. So, ich habe das Seil befestigt. Ihr könnt ihn runterziehen. Und ich hole sein Bein raus, aber vorsichtig. Okay, 3, 2, 1, los! Geht's, Holger? Ja, er ist fast unten. So, da haben wir ihn. Hallo Felix, mein Süßer. Na, alles okay? Sein Huf scheint nicht verletzt zu sein. Wie bist du nur hierher gekommen? Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Aber nun ist er ja wieder bei seiner Mutter.
Wir müssen noch mal den Tierarzt holen. Ich rufe ihn noch mal an. Falls es wieder nicht klappt, reitet einer von uns auf Moritz in die Praxis. Okay, bin gleich zurück. Ich habe ihn jetzt erreicht. Er kommt in 10 Minuten. Juhu, super! Hast du das gehört, Snoopy? Hallo, Dr. Eichhorn. Snoopy hat sich ganz stark da am Dornenbusch verletzt. Wir haben probiert, sein Bein aus dem Gebüsch zu ziehen, aber dann ist es noch weiter aufgeschrammt. Okay, mal schauen, was ich da tun kann. Helft mir mal bitte kurz. Einer muss Snoopy am Kopf beruhigen und der andere muss das Gebüsch ein bisschen zurückdrücken, damit ich das Bein hervorziehen kann. Aber Vorsicht, wegen den Dornen. Okay, ich kümmere mich um Snoopy. Dann mache ich das Gebüsch. Ist es schlimm? Nein, nicht wirklich. Ich werde zuerst die Wunde reinigen und desinfizieren. So. Ganz ruhig, Snoopy. Wie kommen die beiden Ponys denn hier hin? Holger hat das Gatter anscheinend nicht richtig zugemacht. Wir waren auf der Suche nach allen Pferden. Ach so, verstehe. So, die Wunde habe ich verbunden. In ein paar Tagen läuft er wieder genauso wie vorher. Bis dahin bitte den Verband dran lassen. Ich komme in 3 Tagen nochmal, um die Snoopy anzuschauen. Danke für deine Hilfe. Gerne doch. Tschüss. Hallo, Frau Martin. Hallo. Gott sei Dank habt ihr Snoopy gefunden. Aber was hat er denn da an seinem Bein? Snoopys Bein steckt in einem Rosenbusch fest und er hatte sich verletzt. Wir haben Dr. Eichhorn geholt und er hat Snoopy befreit und seine Wunde verbunden. Ja, und in ein paar Tagen kann er wieder ordentlich laufen. Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Und wir mussten Felix befreien. Also, nach einer langen Sucherei kam Sabrina zu uns, ohne ihr Fohlen. Wir haben uns Sorgen gemacht und haben halb Falkenstein abgesucht. Bis Alexander angerufen hat und meinte, dass Felix im Steinbruch feststeckt. Wir sind natürlich sofort hingeritten. Ja, und dann haben wir eine Rettungsaktion durchgeführt. Aber Felix hat sich zum Glück nichts getan. So etwas passiert mir nie wieder. Ich passe in Zukunft besser auf. Folge 10, das Sommerreitturnier. Heute ist das große Sommerreitturnier. Bibi und Tina, ihr seid in einem Team. Ja, genau. Und sie treten mit Holger an. Und wer reitet mit Alex? Man kann ja nur zu zweit teilnehmen. Ich glaube, er tritt mit seinem Vetter Adalbert an. So, in einer Stunde geht das Turnier los. Jetzt müssen wir uns aber beeilen, unsere Pferde fertig zu machen. Ja, ich freue mich schon. Beeilen wir uns. Ich nehme den Huf aus Kratzer nach dir, Tina. Was ist eigentlich der diesjährige Hauptgewinn? Also die 3 ersten Teams bekommen eine Medaille. Und der Hauptgewinn ist ein Sattel. Super, einen neuen Sattel könnten wir gut gebrauchen. Ja, das wäre wirklich toll, wenn wir gewinnen. Wo soll denn das Reitturnier genau stattfinden, Holger? Auf der großen Wiese im Schlosspark. Da hinten, wir sind bald da. Hallo, Familie Martin. Wir sind gerade auf dem Weg zum Sommerreitturnier. Mein Mann reitet damit. Ja, ich freue mich schon so, wenn Papa reitet. Da freuen wir uns aber. Wir haben doch denselben Weg. Wollen wir nicht gemeinsam zum Turnier gehen? Ja, gute Idee. Also ich bin Laura und wer seid ihr? Ich bin Bibi Blocksberg. Und das ist Tina Martin vom Martinshof, meine beste Freundin. Vielleicht kann ich ja auch mal Ferien auf dem Martinshof machen. Ja, das wäre wirklich super schön. Ich bin auch ein Ferienkind auf dem Hof. Ich habe eine super Idee. Du darfst auf Max bis zum Turnier reiten. Was? Wirklich? Ich darf auf dem Pony reiten? Vielen Dank, das ist wirklich super nett von dir, Bibi. Ach, gerne doch. Max mag dich bestimmt. Ich werde dich führen. Oh, er mag mich schon. Hilfst du mir beim Aufsteigen, Tina?
Na klar, komm her. Das geht ganz einfach. Schwing dein rechtes Bein über den Pferderücken. Du brauchst viel Schwung. Und hepp. Das geht ja ganz einfach. Na dann los, ab zum Turnier. Ich bitte alle Teilnehmer um Aufmerksamkeit. Mein Vater ist leider erkrankt, weshalb er leider nicht das Turnier leiten kann, wie jedes Jahr. Er bittet Sie um Verständnis und hofft, Sie alle im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Mein Vater hat mich gebeten, dass ich ihn an dieser Stelle vertrete. Wir freuen uns auf ein faires und spannendes Turnier. Hallo, Frau Martin, ich bin auch schon da. Oh, hallo. Stimmt, Sie wollten ja das Turnier fürs Fernsehen kommentieren. Das heutige Turnier wird wie in jedem Jahr so ablaufen, dass die Reiter in Zweierteams antreten und auf dem Platz 7 Sprünge sowie eine Dressur absolvieren. Springer müssen unter anderem eine Hecke mit Wasser graben und ein Schlüsselloch in Form eines Hufeisens bezwingen. Möge das beste Team gewinnen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute findet das einjährige Sommerreitturnier in Falkenstein statt. Ich bin live für Sie vor Ort im Schlossgarten und kommentiere das Geschehen. Freuen Sie sich mit mir auf einen spannenden Wettkampf. Ich bitte nun das Team mit der Startnummer 1 auf den Platz. Sarah Müller auf Brownie und Max Herz auf Arabella. Arabella setzt zu einem Sprung über die große Hecke an. Herz sitzt sicher am Sattel und meistert den Sprung mühelos. Super hat Max das gemacht. Super Papa, Arabella, weiter so. Juhu. Wir sind Nummer 3. Mal sehen, wer als nächstes drankommt. So, jetzt bitte Nummer 3 an den Start. Bibi auf Max und Tina auf Moritz. Super, mal sehen, wie die beiden abschneiden. Auf die Plätze, fertig, los! Jetzt zeigen Bibi und Tina, was sie können. Ein hoher Sprung über die Hecke. Ja! Die beiden Mädels machen das ja richtig gut, oder Svenja? Ja, die haben bestimmt lange geübt. Jetzt sind Bibi und Tina bei der Dressur. Super, haben die beiden toll gemacht. Oh, toll, haben Bibi und Tina schön gemacht. Max und Moritz sind ausgezeichnet gesprungen. Ich bin stolz auf die beiden. Ich wünschte, ich könnte dabei sein. Toll habt ihr das gemacht, ihr zwei. Super Max und Moritz, ganz klasse. Nachher gibt es ein paar extra Äpfel. Nun das Team Nummer 5 bitte auf den Reitplatz. Susanne Martin auf Topsy und Holger Martin auf Pascal. Los geht's. Sehr schön. Frau Martin legt einen eleganten Sprung hin. Ich glaube, wir haben alle ganz gut abgeschnitten. Ich bin schon ganz gespannt, wer heute gewinnt. Ja, und anschließend gibt es noch ein Picknick. Es wird jetzt ausgewertet, welches Team gewonnen hat. Der Gewinner wird in Kürze bekannt gegeben. Ah, ich bin so aufgeregt. Ob wir gewinnen, Tina? Ja, ich hoffe. Das wäre so schön. Aber das erste Team war auch gut. So, meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir kommen nun zur Siegerehrung. Den heutigen ersten Platz belegen Bibi auf Max und Tina auf Moritz. Auf dem zweiten Platz sind Sarah Müller und Max Herz. Dicht gefolgt mit nur einem Fehlerpunkt ist das dritte Team. Susanne Martin auf Topsy und Holger Martin auf Pascal. Ja, wir hatten gewonnen, Bibi. Herzlichen Glückwunsch. Bibi und Tina haben gewonnen. Hier der erste Preis. Ihr habt euch den Sattel wohl verdient. 0 Fehlerpunkte. Gratulation. Vielen Dank. Juhu. War das ein schönes Turnier. Herzlichen Glückwunsch, Bibi und Tina. Ja, sie haben gewonnen. Ich wusste, dass sie es schaffen. Ich freue mich so für Bibi und Tina. So, hiermit verabschiede ich mich von Ihnen. Tschüsselchen, liebe Zuschauer. Super, Tina, ich freue mich so. Danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Nach der harten Arbeit haben wir uns jetzt alle eine Stärkung verdient. Hiermit ist das große Picknick eröffnet. Ich bin super stolz auf euch beide. Dankeschön. Leider reise ich in 2 Tagen ab.
aber der heutige Tag war wunderschön.